da aber ein wahnsinniger Tross auf uns zu. Ich glaube, ich sehe SPD-Spitzenpolitiker, Frank-Walter Steinmeier, Bertin Eitler habe ich gesehen, IG Metall-Vorstand, Frau Petra Hinz, Bundestagsabgeordnete aus Hessen. Und ich glaube, die wollen zu dir, Hans. Ich glaube, die wollen zu dir kommen. Zu mir glaube ich nicht. Ja, und Vorstandsvorsitzenden Hiesinger von der ThyssenKrupp, der ist ja auch dabei. Also, das ist ja hier eine richtige Elefantenrunde, Herr Steinmeier. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie bei uns sind. Hans Sapay und auch unser Botschafter und Poetry Slam und Moderator Tilman Döring. Das ist unser Gast. Macht doch erstmal Hans Sapay. Hallo Hans. Ja, eben gerade noch bei Schalke 04 gespielt. Hallo. Schirmherr und IG Metall-Vorstand Bertin Eichler hier bei uns auf der Respektbühne. Ganz toll, dass du da bist, Bertin. Herr Hiesinger, wir haben uns schon kennengelernt. Toll. Letztes Mal haben sie uns Frau Kraft gebracht. Jetzt bringen sie uns Herrn Steinmeier und Frau Hinz, Bundestagsabgeordnete aus Hessen. Aus Essen, das war ein kleiner Versprecher. Und auf einmal ist hier richtig viel los. Ja, was ist denn hier los, Herr Steinmeier? Das ist aber toll, dass Sie mit Ihrem Tross hier zu uns kommen. Was wissen Sie denn von unserer Initiative? Ja, zunächst mal bin ich ein alter Bekannter hier des Ideenparks. Nicht zum ersten Mal hier. Wir haben uns alle überwiegend schon in Stuttgart gesehen. Aber Respekt ist, wenn ich das richtig gesehen habe, zum ersten Mal dabei beim Ideenpark. So ist es. Und das, darüber bin ich ganz froh, weil ich finde, dass Ihre und Eure Arbeit wirklich Verbreitung verdient. Und was gibt es schönere und bessere Gelegenheiten, als das hier auf diesem Ideenpark zu tun? Bertin Eichler kennen Sie schon. Bertin Eichler ist nicht nur Botschafter, Bertin Eichler ist sogar der Schirmherr-Initiative. Bertin, vielleicht kannst du jetzt nochmal in der Öffentlichkeit nochmal ganz kurz auch dem Herrn Steinmeier erklären, was du alles so für uns machst. Ja, die IG Metall hat 2011, ich glaube es war am 1. März genau, eine Kooperation gegründet mit der Initiative Respekt, keinen Platz für Rassismus. Und der Hintergrund war, es ist ja eine tolle Initiative, die sozusagen aus dem Sport kommt, aus dem Fußball, wegen rassistischer Überfälle auf dem Rasen, aber auch bei Fanclubs. In der Zwischenzeit haben sich ganz interessante Leute dieser Initiative angeschlossen. Frank Walter aus der Filmschauspielerei, aus Medien, aus Kultur. Nur ein Bereich hat gefehlt, nämlich die Arbeitswelt. Und das Thema Respekt ist ja nicht nur ein Thema auf dem grünen Rasen, sondern eben auch in den Betrieben. Ich weiß nicht, Herr Hiesinger, wie viele Nationen bei ThyssenKrupp arbeiten, aber wahrscheinlich 50 und mehr. Und da ist das Thema des gegenseitigen Respekts und natürlich, dass die Leute auch respektvoll miteinander umgehen, auch für die Unternehmen wichtig. Denn motivierte Leute, die respektvoll behandelt werden, schaffen entsprechende Produktivität. Und uns geht es darum, dass wir gemeinsam dieses Thema verbreitern, jetzt auch in Schulen, in Kitas, in Hochschulen, in Betrieben. Ich glaube, wir haben jetzt über 200 Veranstaltungen gemacht, über eine 500.000 Menschen erreicht in den Betrieben. Und ja, es kommt gut an und dieses Thema findet auch seine Anerkennung, dass Menschen eben gut miteinander zusammenarbeiten müssen und sich nicht gegenseitig ausgrenzen. Ja, Bertin ist unser Schirmherr. Applaus dafür, ganz toll. Bertin Eichler, IG Metall-Vorstand und Respekt-Schirmherr. Und wir haben hier einen Botschafter, Herr Steinmeier, den Hans Sapay. Jetzt haben Sie direkt hier einen Fußballer neben sich. Der hat bis vor kurzem noch, war er noch in Diensten von Schalke 04. Haben Sie denn eine Frage, wenn Sie jetzt mal so unmittelbar neben einem Fußballprofi stellen, haben Sie eine Frage an den Hans? Was ist denn, wie sieht es denn mit Ihrer Fußballfachkenntnis aus? Meine erste Frage ist natürlich, wenn Sie sagen, bisher Schalke 04, wo denn jetzt? Ja, leider momentan verletzt und noch kein Verein. Hab ein bisschen Knorpelschaden und muss da erstmal wieder fit werden. Gut, dann wünschen wir zunächst mal gute Besserung und Wiederherstellung der körperlichen Fitness. Dann wird sich auch ein Verein finden. Wie sind Sie zu Respekt gekommen? Ja, durch meinen schönen Freund hier, meinen farblichen Bruder. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich fand die Idee natürlich sensationell, dass man die Leute zusammenzieht, dass man den Leuten erzählt, was Respekt auch ist, dass die untereinander den Respekt verdienen, dass man auf dem Fußballplatz, wo es natürlich um viel Geld geht in den Vereinen, dass man trotzdem da Respekt miteinander hat. Und die Aktion fand ich so toll, dass ich das unterstützen will.
Ist das eigentlich schwer, im Fußball dafür zu werben, oder haben die Mitspieler Verständnis? Oder engagieren sich vielleicht sogar? Nein, die Mitspieler haben eigentlich Verständnis. Die engagieren sich auch natürlich damit. Und wir wollen das natürlich aber auch den Fans dabei bringen, dass die auch miteinander Respekt haben, trotz dass sie die eine Mann, einen Teil Schalke anfeuert, der andere Teil vielleicht Dortmund anfeuert, und dass man da trotzdem miteinander Respekt haben muss. Ja, wenn ich Sie natürlich schon hier habe und wir über Fußball reden, dann möchte ich ganz gerne wissen, wer ist denn Ihr Club? Der ist blau-weiß und ist nicht Hertha BSC, sondern ganz hier in der Nähe. Da haben wir ja voll ins Schwarze getroffen. Frau Hinz? Wir treffen lieber ins Rote. Sie treffen lieber ins Rote, das kann ich ja natürlich auch mal sehen. Frau Hinz, wir haben Sie jetzt hier auch dabei. Im Hinblick auf unsere Initiative, wie ist das denn für Sie? Was wissen Sie denn schon so über Respekt und wie können wir vielleicht auch zusammenarbeiten? Respekt ist in aller Munde, weil Respekt braucht auch aller Munde. Wir müssen insgesamt viel, viel stärker noch darüber reden. Die Initiative finde ich ganz großartig, vor allem, weil so viele auch mitmachen, junge Leute mitmachen, ganz unterschiedliche Menschen mitmachen mit unterschiedlichen Erfahrungen. Ja, und was wir tun können, wir werden es auf jeden Fall in aller Munde weiterverbreiten. Vielen Dank für den Sticker, ich habe es getan. Wenn ich darf, werde ich es gerne auf meiner Homepage auch verbreiten, damit auch die, die dort drauf anklicken, entsprechend mehr über Respekt erfahren. Es verdient nicht nur jeder Respekt, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, Respekt zu bekommen. Wir sind dabei. Sie haben schon Ihre Definition abgegeben von Respekt, der auch Applaus verdient. Herr Steinmeier, jetzt frage ich Sie, wenn ich Sie schon dabei habe, wie würden Sie denn den Begriff Respekt definieren? Sie haben Mikro. Also mir ist das Thema nicht ganz unbekannt. Ich habe meinen Wahlkreis in den neuen Bundesländern und wir hatten in den vergangenen Jahren in Brandenburg erhebliche Schwierigkeiten mit Rassismus, auch an Schulen. Da hat eine Landesregierung viel gemacht, um für Toleranz und demokratisches Verständnis an den Schulen zu sorgen. Ich habe auch die ein oder andere Schirmherrschaft für solche Schulen übernommen, wo sich Schüler und Lehrer gemeinsam in den Schulen gegen Rassismus engagieren. Und was ich gelernt habe, durch das Zeigen von Respekt auch innerhalb der Schule, innerhalb der Klassen, nehmen die Schüler ein bisschen was mit fürs Leben. Und deshalb wünsche ich der Initiative Respekt ganz viel Verbreitung und wenn ich helfen kann, gerne. Ich möchte auch gerne noch einen Punkt aufgreifen. Sie sagten gerade zum Thema Kitas, dass bereits dort Respekt schon weitergegeben wird. Ist ein ganz wichtiges Thema für uns auch noch mal deutlich, wie wichtig es ist, dass gerade viele Kinder die Chance bekommen, in die Kita zu gehen und dort mit Respekt behandelt werden. Herr Hiesinger, Sie waren zwar schon hier, aber ich habe Sie noch nicht gefragt, wie Sie das mit dem Thema Respekt sehen. Geben Sie mir noch mal Ihre Definition. Ja, das Thema passt ja ideal in die Kultur, die wir bei uns im Unternehmen entwickeln wollen. Wir haben ein Leitbild entwickelt. Da ist ja ein Satz auch drin, der heißt gegenseitige Wertschätzung. Das ist ja eine Voraussetzung, damit ich dem anderen auch Respekt erweisen kann. Also es ist absolut wichtig, gerade bei uns in den verschiedenen Werken, wo wir so viele unterschiedliche Nationen haben und Herkünfte, da ist es eine Voraussetzung. Wenn ich da mit einem anderen Anspruch rangehen würde, dann kann nie ein gutes Klima gehen, nie eine Kollegialität, nie das Gefühl, dass ich mich auf meinen Kollegen verlassen kann, und zwar in jeder Phase. Applaus auch für die Definition Herrn Hiesingers. Und wir haben unseren Tilman Döring, der hat auch eine Art und Weise, Respekt zu definieren. Und ich würde Sie bitten, das einfach nochmal ganz kurz anzuhören. Es geht ganz schnell. Tilman ist Respektbotschafter und er erzählt Ihnen jetzt mal, was er von Respekt hält. Ja, vielen lieben Dank. Es ist mir eine ganz große Ehre, heute auf dieser Bühne auftreten zu dürfen. Ich bin Poetry Slammer. Sie sagte, Respekt ist in aller Munde. Das stimmt. Ich schreibe Gedichte, die ich auf Bühnen vortrage und ich habe für die Initiative Respekt ein kurzes Gedicht verfasst, das ich an dieser Stelle kurz zum Besten geben möchte. Es ist ein reißender Faden in unserem Band der Geschichte. Es bleiben unheilbare Narben am Rand der Berichte. Ich höre es täglich beim Checken der News. Es heben angeblich noch immer Menschen ihre Hände zum Gruß. Es ist ein Treten und Schlagen im scheinbar nie endenden Loop. Vergebens sind Fragen nach Sinn, Schuld und wer sowas tut. Es geht nicht darum, Täter und Opfer beim Namen zu nennen, sondern darum, den Grund für all diese Taten zu kennen. Der Grund liegt am Grund des Gewässers aus Angst. Die Vernunft scheint geknebelt durch Messer und Gans, ertränkt in dem Sumpf und verendet im Schlamm, der schmierig den Schein überdeckt, es herrsche noch Frieden im Land.
Es ist ein bleibender Fleck auf unserem weißen Trikot. Aus Hass zu dem anderen, doch ich weiß nicht wieso und was soll es bedeuten, dass alles an Bedeutung verlor, was einst sie uns lehrten von Gleichheit im einig singenden Chor. Es steht ein Mann wie ein Baum in unserem heiligen Tor und lässt keinen rein, geschweige denn vor. Und alles, was drin ist, muss raus zu dem anderen, das Schiff auf das Meer, doch bloß nicht hier ankern. Es ist leichter, Steine zum Schmeißen zu nehmen, als die zweite Seite der Schneide zu sehen, und man braucht keine Tafel, um in der Kreide zu stehen, und es braucht kein Geschwafel, um überall Feinde zu sehen. Der eine klaut mir das Auto, der andere das Geld und die Frau, doch hast du die Frau doch betrogen und das Geld gabst du aus. Deshalb hast du das Auto verkauft und haust nun auf den anderen drauf. Es ist ein tägliches Spiel und startet stetig von neu. Ich höre es täglich beim Checken der News. Es heben angeblich noch immer Menschen ihre Hände zum Gruß. Doch meine ich, ich habe es allmählich gecheckt. Woran es uns offensichtlich mangelt, ist nur der Respekt. Vielen lieben Dank. Tilman Döring, Poetry Slammer. Jetzt sind wir am Ende, aber ich möchte nicht, dass Sie gehen, ohne noch mal ein Schlusswort hier über Ihre Lippen zu bringen. Erstmal sage ich ganz herzlichen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. Danke dafür, dass Respekt sich hier auf dieser Messe präsentiert, auf dem Ideenpark präsentiert. Ich wünsche Respekt der Initiative ganz, ganz viele Mitstreiter in ganz Deutschland. Junge und Alte, Bekannte und weniger Bekannte, aber Rassismus darf in dieser Gesellschaft keinen Platz haben. Wir von der Initiative bedanken uns recht herzlich für diesen tollen Besuch. Wir haben uns sehr gefreut, ganz zufällig dann hier zu uns reinzuschneiden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Steinmeier, Frau Hinz, vielen Dank. Aus Essen, das war leider nur ein Versprecher, ich weiß, dass Sie aus Essen kommen. Herr Isinger, vielen Dank, ich glaube, wir sehen uns noch. Und Bertin Eichler, vielen Dank. Vielen Dank.